Willkommen zurück zu Rising Lords und willkommen zu einer weiteren Runde. Wir haben schon angefangen weiterzuspielen, also nicht wundern. Wir haben uns entschieden, jetzt die vier Palisaden hier an unserer Stadt dran zu bauen. Einmal an der Kirche und einmal hier an unseren Wohnhäusern, dass wir zumindest vorankommen. Wir haben einen Bischof gekriegt letzte Runde und das schauen wir mal an. Ne? Tannheim wurde durch einen Bischof gesegnet. Ne? Ja, ja. Und so weiter. Sehr schön. Warnung. Bevölkerung Tannheim geschrumpft. Sie sollte jetzt aber wieder steigen, die Bevölkerung, ne? Todesfälle 580. Ne, sie wird jetzt wieder steigen. Schade, das ist keine Prognose für die zukünftige Bevölkerung gibt. Das wäre ganz cool. So, ich muss mal eben kurz das Spiel für mich ein bisschen leiser machen, weil mir ballert es ganz schön heftig rein. So, wir haben gerade schon ein bisschen spekuliert, ob die 8 unter dem Bischof vielleicht ein Rundentimer ist, dass er jetzt für 8 Runden bei uns bleibt und danach wieder abhaut. Kirche in Tannheim wurde gebaut, ausgebaut, ja, genau. Deswegen haben wir den Bischof auch gekriegt. Was haben wir hier? Nachricht. Nachricht aus Perlenbach mit 500 Getreide an Timing erreicht. Sehr gut, ja. Das heißt, wir haben jetzt hier genug Getreide, um hier auf normale Ration zu gehen. Dreifach Zehnt haben wir, damit wir Geld sammeln können. Nämlich, wenn ein Händler vorbeikommt, müssten wir Pferde einkaufen. Das wäre wichtig. Und zwar am besten... Ja, wo wir Pferde einkaufen, ist tatsächlich egal. Am besten tatsächlich hier. Die Pferde, die wir dann kaufen, müssen wir aber auch sofort umbauen, also umsetzen in Ritterdamm. Wir können also 58 Ritter aktuell bekommen. Außer wir sagen, dass du... Ah, nee, warte. Oh, machst du nochmal Schwerter hier? Wir könnten dich auch auf Schwerter setzen. So. Und du machst Rüstungen. Das reicht dann gerade noch so für unser Eisen aus. Ja, wobei, nee, wir brauchen Speere. Wir brauchen Speere, damit wir auch ein paar Speerträger machen können. Die Ritter selber verbrauchen alle möglichen Ressourcen. Also ein Ritter kostet Schwerter, leichte, schwere Rüstung und Pferde. Aber dafür sind die halt super, super stark. Ne? Also die sind wirklich, wenn wir viele Ritter haben, dann, da ist der Händler übrigens, dann würden wir hier die Truppen hier unten richtig zerstören. Obwohl der ein paar Speerträger hat. Bei Speerträger, Bogenschütze, Bauer und Schwertkämpfer hat der hier dabei. Nicht ganz ohne. Alex, mein lieber Hallöchen und Lutzer ebenfalls. Willkommen, willkommen. Ne? Wie gesagt, bei YouTube, wir sind wieder live auf Twitch unterwegs. Nicht wundern, deswegen, wenn ich ab und zu mal auf Fragen oder auch wenn ein paar Soundbefehle reinkommen, dann liegt das daran, dass die Leute von Twitch, die gerade zuschauen und hier mit dem Chat interagieren. Atze ebenfalls, moin, Grüße gehen raus, ne? Euch allen willkommen, willkommen. So, der nächste Schritt für uns ist, eigentlich haben wir alles eingestellt, ne? Nächste Runde können wir unsere Burg ausbauen. Kostet aber einiges an Arbeitskraft. Das würde bedeuten, dass ich die Burg aber zwar ausbaue, das Holz aber einspare. Und da müssen wir überlegen, was wir mit dem Holz machen. Weil hier müssten wir eigentlich unbedingt noch weiter ausbauen. Wir haben hier Schenke gebaut, wir haben die Schmiede gebaut und wir haben hier ein Wohngebäude. Ich weiß jetzt nicht, was wir als drittes hier, als nächstes hier bauen sollten. Wahrscheinlich eine Stadtwache. Ne, ein Sperrträgergarnison wird der Stadt hinzugefügt. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, würde ich sagen. Oder wir bauen ein Badehaus. Verbessert die Gesundheit des Volks und die Moral hier stationierter Armeen. Ja. Ein Badehaus. Ich würde hier, glaube ich, ein Badehaus am Fluss bauen. Das ist eine Idee. Wir könnten hier auch eine Kirche bauen, ne? Aber die Kirche kostet zu viel Stein. Ne, wir bauen hier ein Badehaus und später bauen wir hier auch noch eine Kirche hin. Badehaus und Kirche. Hier müsste auch ein Badehaus noch gebaut werden. Das würde ich dann hier vorne hinsetzen, einfach. Damit wir dauerhaft die Gesundheit hier verbessern von den Leuten. Damit wächst die Stadt ein bisschen mehr. Dann haben wir weniger Probleme im Herbst und so weiter mit dem Gesundheitsmalus. Der wird jetzt sowieso jetzt gleich kommen, ne? Der Herbst wird gleich sehr ungemütlich, glaube ich, was so die Gesundheit unserer Bevölkerung angeht. Dafür ist die Gesundheit bei uns aktuell nicht so überragend. Wir können hier leider nicht erhöhen, das heißt, hier werden wir wahrscheinlich Leute verlieren. Außer wir sagen, wir essen ein paar von den Rindern. Ja, wir essen mal Rinder, damit Leute hier einziehen. So. Und nicht verhungern. So. Auch wenn die Rinder eigentlich behalten werden wollen, aber sie wachsen ja trotzdem noch. Dann müssen wir sie gleich im Winter mal gucken. Jetzt im Sommer Rinder zu essen, ist, glaube ich, nicht so die feine Art, aber das ist, glaube ich, schon okay für uns.
Der Gegner steht vor den Toren. Ja, wir kümmern uns ja um die Produktion hier. Wir kümmern uns ja drum. Das heißt, wir können gleich noch einen weiteren Arbeiter vom Stein runter in die Schmiede ziehen in der nächsten Runde. Und dann sollten wir anfangen, unsere Truppe auszubauen, damit wir Armee zusammen haben. So. Die Bevölkerung muss halt steigen, damit wir Truppen haben, die wir rausziehen können. So, jetzt haben wir einen weiteren Pop hier, das ist sehr gut. So. Vikri in Not. Eines späten Abends, als Tankred über den Karten gerübelt, merkt er, wie jemand in sein Zelt tritt. Hinter ihm am Zelteingang steht das Mädchen Hedi, das sein Korn stehlen wollte. Ich hoffe, eure Mutter hat euch nicht zu sehr gescholten, dass ihr mich habt entkommen lassen, sagt sie und lächelt. Tankred ist verärgert. Es wäre wirklich angebracht, wenn ihr nicht ständig irgendwo einbrechen würdet. Hedi schaut unschuldig. Ich habe nur euren Wachen gesagt, dass ich die Magd der Gräfin Ava bin und eine Nachricht für euch habe. Da haben sie mich eingelassen. Anscheinend flößt die reine Erwähnung eurer Mutter den Menschen Respekt ein. Tankred muss sich davon abhalten, zustimmend zu nicken. Was wollt ihr hier? Ihr wisst, dass es gefährlich ist, in einem Feldlager herumzuschleichen. Hedi setzt sich auf die Rüstungstruhe. Ich wollte euch nur eine wertvolle Information geben. Die Kultanhänger sind nach Vikri gekommen und haben die Macht an sich gerissen. Die Menschen haben den Grafen und seine Familie eingesperrt, weil er ihnen zu viel Zehnt abgepresst hat. Aber Vikri ist zu befreien, könnte euch vielleicht helfen. Es gibt dort eine Schmiede. Tankred zögert. Wie kommt es, dass ihr euch an mich wendet? Hedi schaut aus dem Zelt hinaus, als ob sie etwas gehört hätte. Der Graf von Vikri war ein Menschenschinder, aber die Bauern dort waren immer gut zu den Weisen und mir. Ich weiß, ihr hegt einen besonderen Groll gegen den Kult, deswegen bin ich zu euch gekommen. Könnt ihr mir mehr über den Kult sagen? Fragt Tankred sie. Hedi nickt. Der Kult folgt einem Mann aus St. Ormu. Er nennt sich Priester Gerath. Sie wollen eine neue Gesellschaft des reinen Glaubens. Aha, okay. Sass. Er verspricht eine Welt, in der alle Menschen vor Gott gleich sind. Aber bevor das geschehen kann, muss der Adel und der Klerus gereinigt werden. Gereinigt werden? Okay, alles klar. Gerath soll ein ehemaliger Pilgerritter sein, der nach dem letzten Krieg aus den Heiligen Landen hier nach Aubyn gekommen ist. Aber mehr weiß ich nicht. Tankred überlegt. Ich kann nichts versprechen. Mein Bruder und ich sind dabei, auch Holm von einem Aufstand zu befreien. Ich werde es versuchen. Antwortet er. Hedi nickt wieder und steht auf. Für die Waisenkinder in Vikri und die Herzlande. Für die Waisenkinder ist Vikri und die Herzlande zu gefährlich geworden. Wir werden versuchen, Richtung Norden zu ziehen, über die Berge. Ich kenne die Wege und Pfade dort. Auf Wiedersehen, Tankred von Tannheim. Kommt mich doch einmal im Norden besuchen, wenn ihr mal wieder Zeit habt nach diesem Krieg. Mit einem Lächeln verabschiedet sie sich und verschwindet in der Nacht. Aha. Aha, okay, okay, okay. Alles klar. Alles klar. Urgott hat Vikri und von Grafen Olwen gerissen hier. Also rein theoretisch besteht doch die Möglichkeit, dass wir diese Ländereien an uns reißen. Warte mal, wann ist der hier? Wann wird das gesagt? Runde 11. Wir brauchen zwei Runden. Runde 11. Wenn ich jetzt aushebe, dann könnte ich jetzt hier hingehen. 9, 10. Das würde niemals rechtzeitig klappen, dass ich hier oben eine Armee aushebe, um ihn aufzuhalten. Nee, ich glaube, ich muss den erst abwehren. Ich muss den erst abwehren, bevor ich hier aktiv werden kann. Wir müssen Glück haben, dass wir Reiter kriegen irgendwann mal. 90, 90. Du solltest Rüstungen machen. Einen ziehen wir hier rein. Du machst auch Rüstungen dann. Du machst schwere Rüstungen. Nee, du machst Schwerter. Danach schwere Rüstungen. Eisen, Wolle. Wir können die Burg ausbauen. Bekommen dadurch dann Stein. Ja, guck mal hier, es ist ein Rundentimer. Jo, also in 7 Runden haut der ja Bischof wieder ab. Alles klar. Ja, minus 21 hier. Wir müssten wahrscheinlich erhöhen auf doppelte Ration.
Wo können wir dich denn einsetzen? Wir könnten dich beim Holz einsetzen. Wir könnten dich bei den Schafen einsetzen. Na, wir müssen die Schafe essen, um die Verluste geringer zu halten. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich dich in den Schafen einsetzen möchte. Mal gucken. Okay. Wir könnten auch einen hier runterbringen. Was kostet nochmal das Badehaus? 325 Bretter kostet das. Aha. Und eine weitere Kirche würde 113 Stein kosten. Das heißt, das dauert ein bisschen, bis wir den Stein zusammen haben. Hier müssen wir auch die Ration erhöhen, damit das hier nicht zu sehr reinfällt. Da können wir aber auch den Zehnt erhöhen. Hier ist schon dreifach Zehnt und trotzdem ist die nicht so hoch. Hallöchen, Tollfuß! Hallöchen, danke, danke für den Raid. So, da haben wir vom lieben Teufels einen kleinen Raid gekriegt. Habe ich mal kurz eben alle begrüßt und kurz pausiert. Also nicht wundern auf YouTube. Wir müssen weitermachen. Wir müssen uns überlegen, wo wir den reinstellen. Wahrscheinlich ins Eisen hier oben, damit wir positiv bleiben. Stay positive. So, wir haben jetzt unseren Herbst. Da gehen noch mal ein paar Schafe drauf. Das heißt, wir werden gleich ein bisschen weniger Wolle produzieren. Aber wir machen jetzt schon mal 90 Gamsons. Das können wir alles sehr gut gebrauchen. Wir müssen eigentlich erreichen, dass die Bevölkerung weiter wächst. Aus dem einfachen Grund, weil wir sonst das Problem haben. Warte mal, wann nicht hier? Ah nee, 900, das dreifach kann ich vergessen, ne? Ja, im Herbst müssen wir jetzt einmal in den sauren Apfel beißen und akzeptieren, dass wir Leute verlieren. Aber wir haben bis zur Runde 11 noch Zeit. Das heißt, wir haben den Winter 9, wir haben Frühjahr 10 und den Sommer 11. Und Runde 11 greifen wir an. Also das heißt, wir haben noch einmal Frühjahr, wo wir Leute bekommen. Boah, das ist nicht ganz ohne. Ich würde jetzt so weit gehen und sagen, wir bauen hier die Festung aus. Verbessert Schloss zu einem Steinschloss. Verteidigungskarten wie Rambock oder Leitern werden benötigt, um Steinwälle zu überqueren. Ja. Das machen wir. Die soll ausgebaut werden. Dauert 8 Runden oder 8 Arbeitsschritte. Ist aber zu viel aktuell. Das müssen wir nach dem Ganzen machen. Das heißt, hier gehen wir hin und hier bauen wir das Badehaus. Da wir jetzt genug Holz haben dafür. Da wir jetzt 250 Holz refunded bekommen haben für den Turm, den wir gerade abgerissen haben, den wir jetzt aus Stein bauen werden. Das heißt, hier bauen wir quasi das Badehaus hin. Wo oben wahrscheinlich, ja, wann setzen wir das um? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Zu den Schafen. Wir verlieren 100 Schafe. Ein Viertel unserer Herde wird gefressen, ey. Scheiß. Aber was müssen wir machen? Wir verlieren auch gleich einen Pop, wahrscheinlich. Wir verlieren gleich eine Person hier. Ja, wir könnten noch Truppen ausheben schon mal. Aber wir hoffen einfach, dass wir innerhalb der nächsten Runden einen Händler kriegen. Deswegen, wir lassen mal weiterlaufen. Leibeigene Tapern herum. Wir sollten jetzt wahrscheinlich eine Person verlieren. 3 im Eisen, 2 im Holz. Sie kommen! Tankred hat es rechtzeitig geschafft, die Welle zu errichten. Die Mannschaft in Tannheim fühlt sich sicherer. 10 Zufriedenheit haben wir bekommen. Und 50 Erfahrung. So, die Welle sind errichtet. Sehr schön. Es ist Winter. Runde 9, da sind sie jetzt. Also gehen sie jetzt wahrscheinlich gleich hier hin. Runde 10. Runde 11 und greifen dann an. Dann werde ich sie probieren, hier anzugreifen. Ich weiß nicht, inwieweit unsere Garnison uns hilft, wenn wir jetzt hier kämpfen. Wir können natürlich mit der Garnison kämpfen, wenn wir dort angegriffen werden. Wir sollten wahrscheinlich drauf warten. Okay, hier haben wir eine weitere Person gekriegt. Doppelte Ration? Nee, da gehen wir zurück. Da gehen wir zurück. So, da können wir auch den einfachen Sold sagen. Dann bleiben wir hier positiv. Wir haben jetzt Winter. Da geht ein Drittel unserer Nahrung weg. Du kannst da oben mit rein. Beziehungsweise, wie viele Bauschritte haben wir hier? 6, ne? Wir könnten die auch alle da reinwerfen. Und auf Stein pfeifen. Erstmal. Du baust mir Fernkampfwaffen. Wir haben keinen Händler gekriegt, ne? Immer noch nicht. Scheiße. Ich brauche einen Händler. Ich will Ritter haben, verdammte Axt. Mann.
So, du kannst dahin. So, die Schafe werden nicht mehr gegessen. Die müssen sich wieder regenerieren über Winter und Frühling. Minus 5. Mist. Ja, nee, wir müssen doch Schafe essen. Verflucht. Das bringt so gut wie nichts. Ah, jetzt müssen wir dreimal hintereinander unsere Schafe auffuttern. Ah, ist das scheiße. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Aber ich kann nicht noch höhere... Können den Sold einmal streichen, damit die Zufriedenheit noch weiter steigt. Also den Sold ein bisschen runterziehen, den zählt man nicht, Entschuldigung. Sold ist falsch, falsches Wort. Du machst Schwerter. Ja, wir können noch mal Gamazon herstellen, eigentlich hier. Davon, die brauchen wir zu viel. Ja, Rüstung bräuchten wir eigentlich auch unbedingt. Warte mal, wer braucht alles schwere Rüstung? Sind das auch die Schwertkämpfer? Brauchen die auch schwere Rüstung? Ah, die brauchen schwere Rüstung und Schwerter, ne? Ja. Und die Reiter... Die Armbrustschützen, die brauchen, genau, leichte Rüstung und Fernkampfwaffen. Die Reiter kann ich nicht machen und die brauchen, ich glaube, die brauchen leichte Rüstung, Pferde, Speere und keine Schwere. Und die brauchen auch die schwere Rüstung dazu. Er hat halt Speerkämpfer, Schwerter. Wer ist denn gut gegen Schwertkämpfer? Die Reiter, glaube ich. Warte mal, wer hat einen Bonus gegen Schwertkämpfer? Was ist mit den Armbrustschützen? Ihr seid Fernkampf-Boni gegen Bauern, gegen Bogenschützen, Speerkämpfer, Armbrustschützen 120%. Schlecht gegen Ritter und gegen Kavallerie. Aber dafür gut halt, ja, 100%. Ja, was ist beim Bogenschützen? Bauern gegen Bogenschützen, Armbrustschützen, Kavallerie. Ja. Aber gegen Schwertkämpfer und so weiter sind sie halt eher schlecht. Also muss ich mit denen nachher die Bauern bekämpfen. Ihr seid gut gegen Bauern und Schwertkämpfer. 100. Oh, die Schwertkämpfer sind gut gegen Schwertkämpfer. Aha. Speerkämpfer sind gut gegen Kavallerie und Ritter. Und klar. Speerkämpfer. Entschuldigung, nicht Schwertkämpfer. Speerkämpfer. 160. Wer ist denn gut gegen Schwerter? 120 gegen Schwerter. 170 gegen Schwerter. Naja, du hast gar nichts. Du hast gar nichts. Das heißt, der beste Weg gegen Schwerter ist für uns aktuell sind die Armbrustschützen oder die Reiter halt, ne? Aber die Armbrustschützen sind halt nicht so überragend. Die Bogenschützen sind gut gegen unsere Feinde. Warte mal, wie viele Truppen bekomme ich denn eigentlich hier? Ich habe hier eine Garnison und zwar bekommen 15 Ritter, nett. 100, 250 Bogenschützen. Okay, alles klar. Und 50 Speerkämpfer. Hat er Reiter dabei? Er hat keine Reiter, deswegen sind Speerkämpfer nicht so relevant für uns. Wichtiger wären Schwertkämpfer. Schwertkämpfer könnten hier richtig hart reinhitten. Und Bogenschützen. Ja, wisst ihr was? Dann machst du weiter schwere Rüstungen. Und du machst nochmal Fernkampfwaffen, das ist gut. Und nächste Runde machst du nochmal Linkswaffen hier. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Schwerter. 200 Schwertkämpfer oder so will ich haben. Du machst weiter Spielrüstung einfach. Gabelson haben wir genug. Dafür, da können wir Speerkämpfer rausmachen und Armbrustschützen rein theoretisch. Schwertkämpfer vorwärts, ja. Ich hätte bald Berittene gebraucht. Ne? Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal Glück und haben gleich nochmal einen Händler. Wenn der hier der Händler ist, dann kaufe ich mir die Pferde und schicke sie rüber. Damit ich sie hier herstellen kann, weil die laufen, glaube ich, jetzt hier rüber. Ne? Die greifen jetzt hier Ochsenburg an. Das fällt als nächstes. Und den Laden hier müssen wir einnehmen. Und sobald wir hier fertig sind... die besiegt haben, gehen wir dann runter und holen uns Ochsenburg und holen uns Vikri.
Okay. Oh, die Musik ist schön. Dann machen wir mal nächste Runde. Ich hoffe, ich habe alles gut eingestellt. Ich habe es nicht nochmal kontrolliert. Wir haben jetzt Winter. Normale Ration, ja. Hungrige Belagerer. Eva eilt eines Abends mit einer dringenden Nachricht zu Tancred. Eine Nachricht von Rickard. Die Belagerung läuft gut, aber er braucht mehr Vorräte und Rohstoffe. Anscheinend wollen die Rebellen immer noch nicht aufgeben. Niemand weiß, wie lange die Belagerung noch gehen wird. Wir schicken ihm die Ware nach Holm. So schnell wie möglich. Geburtenrate um 100% erhöht. Oha, okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss jetzt Truppen ausheben. 500 Weizen wollen die haben. Aha. Zwei Bettler. Gut, dass ich das Badehaus baue. Aber reicht das aus? Naja, das Badehaus reicht gerade so aus. Hm. 500 Weizen. Das haben sie jetzt hier erobert. Die Schenke wird repariert. Die machen die Felder weg. Das ist sehr gut. Die Ländereien sehen sehr, sehr fruchtbar für uns aus. Du machst weiter Bogenschützen. Du machst Rüstungen. Alles, was wir jetzt herstellen, warte mal, nee, alles, was wir jetzt herstellen, wir müssen jetzt die Truppe ausheben. Aber ich hätte die Truppe übrigens früher ausheben müssen. Oh nee, das ist nicht das, was ich haben möchte. Erstmal Schwertkämpfer. Da können wir auch 85 mitnehmen. Jetzt habe ich nur 15 Bogenschützen. Das heißt, ich brauche unbedingt Waffen. Bogenschützen brauche ich. Was kann ich noch ausheben? Bauern. Noch mehr Schwertkämpfer kann ich mir holen. Okay, ich bräuchte... Was fehlt mir denn an Schwertkämpfern dann, wenn ich die Schwertkämpfer haben möchte, alle? Mir fehlen Schwerter. Schwere Rüstungen habe ich noch ein bisschen was. 12 Stück. Das heißt, mir fehlen einmal Schwerter, die ich herstellen möchte. Und mir fehlen Bogen, also Waffen. Fernkampfwaffen. Ja. Da habe ich dreimal Schwerter, einmal Speere, einmal Bogen, einmal Armbrust und einmal Speerkämpfer. Mal sagen, das ist eine akzeptable Gruppe, oder? Würde ich mal einfach mal so behaupten. Das ist auch eine akzeptable Kampfstärke dann, die wir aufstellen. Das heißt, wir brauchen Schwerter und Fernkampfwaffen. Ja. Schwerter und Fernkampfwaffen werden gebaut. 5 Runden, bis der Bischof noch da ist. 2 Bettler, die werden nächste Runde beseitigt, indem wir hier den Kram fertig gebaut haben.
Müssen uns überlegen. Normale Rationen, ja. Wir könnten hier auch runtergehen mit den Rationen. Wir haben einfach seit Ewigkeiten keinen Händler mehr da gehabt. Über ein Jahr lang keinen Händler, das ist scheiße. Normale Rationen. Wir müssen den Belagerten... Tankred muss einen Wagen mit 500 Weizen nach Holm schicken, bevor Runde 13 endet. Das heißt, wir haben die nächste Ernte noch. Wir gehen hier auf halbe Ration. Wir gehen hier auf halbe Ration. Gehen auch mit dem Sold runter. Und nicht dreifach Zehnt, normaler Zehnt. Wir werden auf jeden Fall Personal verlieren dadurch, durch die Aktion. Aber das ist verkraftbar. Das ist verkraftbar. Wenn Sie Bauern kein Brot haben, sollen Sie halt Kuchen essen. Genau, Chat. Dann mögen Sie doch Kuchen essen, wenn Sie kein Brot haben. So, wir müssen jetzt leider, also hier müssen wir ein bisschen hungern, damit die Bettler uns nicht mehr belagern. Und wir müssen das Badehaus bauen für die zukünftige Gesundheit. Hier wird auch ein Badehaus fällig. 400 Bretter brauchen wir dafür. So machen wir das. Können die auch ganz rausziehen. Dann hätten wir sogar... Ja, hätten wir sogar 400 Bretter für die nächste Runde fertig. Dann könnten wir sogar nächste Runde hier im Badehaus anfangen zu bauen. Dann könnten wir hier sogar anfangen, ein Badehaus zu bauen. Dann verbrauche ich auch kein Brot mehr, ne? Ja. Hopp, 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 ab mit dem Kopf. Chat. Ihr Schlingel. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, die rotieren gleich hier hin. Und wir müssen... Jetzt haben wir Frühjahr, ne? Es macht Sinn, glaube ich, dass wir die Schafe schonen. Weil die uns gerade eh keine Nahrung, keine Dings geben. Und hier müssen wir die Rinder schonen. Und 500 Nahrung müssen wir losschicken vor Runde 13. Frühling ist 10, Sommer ist 11, Herbst ist 12. Das heißt, wir müssen jetzt Nahrung einsparen, damit wir im Herbst ebenfalls ein bisschen hungern können. Aber im Frühjahr die Lebenspunkte runterzujagen, ist so eine Scheiße. Oh, das ist keine gute Idee, was wir hier machen. Minus 23 ist zu hart. Minus 15, das können wir verkraften. So, nee, minus 9, ja, das müssen wir machen. Ja, wir müssen die Kühe essen, das geht nicht anders. Und hier geht's auch nicht anders. Das muss hoch. Wir müssen Schafe essen, um Getreide zu sparen. Wenn das 100 Schafe sind, ne? Hier fehlt eh Getreide. Wir brauchen einen Händler. Verflucht doch mal. Von Palmberg müssen wir ein bisschen Nahrung schicken. Nach Tannheim, 100. Oh, 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 oh. Ruf einfach deine Fastenjahreszeit aus. Einmal fasten, bitte. Aber ihr kriegt gar nichts mehr zu essen. Einmal fasten. So. Ja, das wird knifflig, das wird knifflig. Aber gut, beenden wir die Runde. Gucken, wie es im Sommer ausschaut. Die Bevölkerung wächst weiter, glaube ich. Da kommen sie. Sie kommen. Eine gegnerische Armee hat die Grenzen zu Tannheim erreicht. Sie haben eine Schneise der Verwüstung auf ihrem Weg hinterlassen und werden nicht Halt machen, bis sie die ganze Gegend erobert haben. Sie werden angeführt von Melchor, einem ehemaligen Schmied aus Tarasso. Er hat es geschafft, eine halbwegs gut ausgebildete und bewaffnete Truppe um sich zu scharren und kennt
sich und kennt bisher nur den Sieg. Tankred muss nun rasch die letzten Vorbereitungen für die Verteidigung treffen. Noch ein Bettler immer noch. Drei Arbeiter, zwei hier, ne? Was? Richtig verbessern? Ja. Könnte ich für 100 Holz und 50 Stein. Wir haben nicht genug Eisen. Oh, Helrik, mein Lieber. Hallöchen, Hallöchen. Ich grüße dich. Danke, danke für den Raid. Einen wunderschönen zusammen. Hallöchen. Ich hoffe, ihr habt einen ganz, ganz angenehmen Stream gehabt. Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Sonntagmorgen. Und wir sind jetzt gerade mit dabei bei Rising Lords. Ich beende mal eben kurz die Aufnahme und dann begrüße ich euch mal eben kurz. Also, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Haut rein auf YouTube. Ciao, ciao.